Bist du bereit? Okay, 3, 2, 1. Okay. High High five. five! Lass ein paar Mal machen. Eins, zwei, drei. Insta Fail. Sieht ja vielleicht ein bisschen dumm aus, aber naja, egal. Hallöchen, meine Freunde des Ames. Heute gibt es mal wirklich ein Dual mit jemandem fernbekannten. Okay, das hat sich jetzt falsch angehört. Egal, stell dich vor. Yes, servus Leute, hier ist der Crash Zucker. Alles klar, das war's dann auch schon wieder. So, servus Leute. Crash Zucker ist mal wieder back am Start hier auf dem Kanal vom Aim the Moon. Zum ersten Mal. Ja, das war die beste Begrüßung, weil er mich gestört hat, Leute, es tut mir leid. Egal, auf jeden Fall machen wir heute einen schönen Challenge oder einen schönen Tag namens Hast du schon mal? Kennt wahrscheinlich jeder. Wir stellen uns Fragen und wer das schon mal gemacht hat, der meldet sich dann und erzählt eine kleine Geschichte. Ich würde sagen, der Gast fängt an. Go. Okay, dann würde ich mal sagen, die erste Frage. Hast du schon mal ein fieses Gerücht verbreitet? Hab ich das schon mal? Hast du das schon mal? Ich geb's zu, habe ich schon mal, weil es die Person verdient hatte. Ich kann mich nicht dran erinnern gerade. Nee, ich glaube nicht, nö. Nee? Gut, ich sitze auch 24/7 nur hier. Ich kann gar kein schlechtes Gerücht verbreiten. Ja. Okay, das stimmt auch schon wieder. Okay, dann wäre das auch geklärt, okay. Okay. Bei mir gehen wir schon wieder in die perverse Richtung. Achtung. Hast du schon mal vor einem Spiegel gewichst? Spiegel? Ja, Digga, also nicht so eine Missgeburt. Okay. Also nicht dagegen, sondern während du dich in den Spiegel angeguckt hast. Okay, ich schwöre. Das heißt, man hat vielleicht gerade nach dem Duschen oder so, man guckt sich den Spiegel an und dann, keine Ahnung, aber so richtig, dass ich dann gekommen bin und alle, nein. Aber man hat vielleicht mal kurz oder so. Da bin ich ehrlich, Digga, ich werd voll im Rot, Alter. Jo. Du bist so eine Missgeburt, Alter. Ich sag ja, es geht in die perverse Richtung. Oh Gott, ey, also das kriegst du jetzt zurück, warte, da muss ich jetzt erstmal. Erstmal ein paar Nerds da drauf. Ah, Digga, warte mal. Okay. Dann, okay, was heißt, ich bin halt ein netter Mensch. Ich bin nicht gleich so pervers wie er, naja, egal. Mhm. Ich bin jetzt ganz normal. Hast du schon mal jemanden gemobbt? Ja, schon öfters. Okay, dann erzähl mal eine kleine Geschichte. Was hast du getan? Das wollten wir jetzt gerne mal wissen. Ja, kennst doch den lieben Marco. Schwuchtel-Marco. Also nicht. Er beleidigt sich selber. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster-ass nigga plays his cards. Ja, kriegt manchmal was ein paar in die Fresse. Und nee, oder halt in der Schule zum Beispiel, ich werfe sein Mäppchen runter, da liegt alles auf dem Boden, darf alles aussammeln. Oh Gott. Zum Beispiel. So Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Ja, natürlich. Okay, bei mir geht's wieder in die perverse Richtung. Nee, geht's nicht. Ah, das ist eine ganz spannende Frage. Hast du schon mal die Schule geschwänzt? Ja, habe ich. Und zwar, das ging darum, eine gute Lehrerin, Frau nicht, wenn Sie das Video mal sehen würden, Sie sind offiziell die behindertste Lehrerin in diesem Universum. Das ist eine Chemielehrerin, Anführungszeichen, die beste Lehrerin aller Zeiten, die mich bei jedem Scheiß anmotzt. Und da hatte ich mal keinen Bock, da habe ich einen Kumpel einfach mal 2 Stunden Schule geschwänzt. Bin ich ehrlich, ganz offen und ja, da würde ich mal sagen, ich bin der Nächste. Hast du schon mal wegen einem Jungen geheult? Wegen einem Jungen? Ja, wegen einem Jungen. Hast du schon mal wegen einem Jungen geheult? Nö. Ja. Nein! Junge, ich bin doch nicht schwul. Das hat doch nichts damit zu tun. Du kannst auch einen guten Freund auch haben, deswegen, der mit dir Kontaktabbruch macht und du dann sehr traurig bist. Meinst du dich? Ey, du Arsch. Ja, ich hab geheult, weil wir keinen Kontakt mehr hatten. Ein Jahr. Kein Kontakt. Und eins bleibt sicher. Ich habe ihn nicht vermisst. Okay, oh, da geht's gleich weiter mit der coolen Frage. Hast du schon mal in einem Laden was geklaut? da war ich 7 Jahre alt. Also, Digga, bei mir ist immer was, oder? Ja, natürlich. Ja, ich habe auch schon mal. Also, was heißt,
Ich habe nicht geklaut, sondern ich habe vergessen zu bezahlen und bin dann im Nachhinein nochmal zurückgerannt. Okay, ich kann noch zwei Sachen erzählen. Die eine Sache war, da war ich 7 Jahre alt und ich wollte meine Mutter um 50 Cent fragen, dass ich mir ein Kaugummi kaufen kann. Das war so ein Geschäft im Jungbusch, früher, wo ich gewohnt habe. Ja, wollte meine Mutter nicht machen. Ich so, okay, du wirst sehen. Dann bin ich in den Laden rein, habe mir einfach Kaugummi geklaut und bin einfach gegangen. Und ich wurde dann nicht erwischt, aber habe gesagt, du Mama, ich habe auch Kaugummi bekommen, ohne dass du mir Geld gibst. Das Zweite, es ist jetzt kein richtiges Klauen, aber ich und ein paar Freunde bestellen uns 2 Familienpizzen. Ne? Wir waren zu 5. Wir essen. Der Mann hat es voll vergessen. Wir gehen aus dem Laden raus, gehen nach Hause und haben vergessen zu bezahlen. Und wir hatten ein schlechtes Gewissen, der geht hin und bezahlt, Alter. Da denke ich mir so, Digga, was willst du mich ficken oder was? Bezahl doch einfach nicht. Das ist doch irgendwie unnötig, oder? Gut, ich jetzt auch gemacht. Ja, okay, komm. Dann mache ich jetzt noch mal eine. Hast du schon mal einen Schulverweis bekommen? Wenn ja, warum? Nö, hatte ich nicht. Guck mal, Leute, das ist so ein verdammter Streber. Weißt du, so ein. Ich musste bis jetzt auch nur einmal nachsitzen. Guck mal, Leute, das ist so ein verdammter Streber. Guck mal, Leute, das ist so ein verdammter Streber. So. Ey, bei mir geht's halt ganz halt nur um Klauen. Hast du schon mal deine Eltern was geklaut? Ja, 5 Euro. aus dem Geldbeutel, ganz klar. Ich wollte wieder Süßigkeiten. Meine Mutter hat gesagt, nein, habe ich hier 5 Euro aus dem Geldbeutel geklaut. Das war, fand ich irgendwie geil. Ich hab sie aufgehört. Das fand ich geil. Und kurz am Rande, Leute, ich muss mal ein bisschen Werbung machen beim Endemo. Guck mal, Ahoi Brause, Orange. Müsst ihr auf jeden Fall. Rausgeschnitten. Nee. Oh scheiße, ich wollte dir sagen, so mittendrin, das kannst du ja bitte rausschneiden. Ich glaube, meine Kamera ist sogar verkehrt rum. Na egal, scheiß drauf. Wenn es nicht klappt, dann machen wir noch extra mal ein Intro, okay? Das kommt jetzt rein. Oh, du bist so... egal, okay. An alle Leute, einfach mal so mitten im Video, du bist so ein... Okay, weiter geht's. Hast du schon mal jemanden gefaked? Inwiefern gefaked? Also jemand nachgeahmt oder so? Style oder sowas, zum Beispiel. Nein, habe ich nicht nötig, weil ich habe meinen eigenen Style, ganz einfach. Gefällt mir so Sachen, kaufe ich sie. Wenn jemand meint, ich würde ihn angeblich nachmachen, weil er das auch hat, dann soll er es meinen. Aber ich habe meinen eigenen Style, ich muss mich ja selber im Körper wohlfühlen. Und nee, habe ich noch nicht, werde ich auch nicht. Okay. Genau. Oder du, hast du das schon mal gemacht? Nö. Ja, ich fake mich selber. Ja, das ist ganz klar. Du bist so. Kommt der immer wieder? Der ist 24-7 am PC, Leute. Das ist ganz klar einfach. Hat aber keine Freunde, ist ein Opfer. Hab ich nicht. Doch, Marco. Spaß, nein. Welchen jetzt? Ja, den anderen Marco, Schwuchtel Marco, komm, schneid nochmal diese eine Szene, wo du ihn Schwuchtel Marco genannt hast. Mach ich. Okay. Hast du schon mal jemanden geküsst, von dem du den Namen nicht weißt? Ich weiß jetzt schon die Antwort, nein. Ja. Alles klar, Jungs. War mal wieder klar, dass diese inkompetente Dreckskacke... Warte. Zählt Konsole, PC dazu? Nein, das sind keine Menschen. Haben keine... Okay, ich bin weg. Alles klar, Jungs. Dein Bock macht den...